Ja, wir haben in der Stadtregierung auch auf meine Anregung hin ein neues zusätzliches Paket geschnürt, um die Auswirkungen des Coronavirus zu bekämpfen. Das sind Maßnahmen im Bereich der Gesundheitspolitik, aber vor allem auch viele begleitende Maßnahmen im Bereich Wirtschaftsstandort, Arbeitsmarkt, aber auch Unterstützung der Wissenschaft, um beispielsweise den Virus zu erforschen. Denn bei all diesen Maßnahmen ist uns die Gesundheit der Bevölkerung natürlich am allerwichtigsten. Und wir stellen hier Geld zur Verfügung für die Forschung, um den Virus zu bekämpfen. Auf der anderen Seite haben wir aber eine Entlastung der Eltern heute beschlossen, die vorsieht, dass jene Kinder, die im Kindergarten oder im Hort sind, hier keine Beiträge zu leisten haben. Dadurch sind die Eltern finanziell entlastet. Und wir haben ein völlig neues System entwickelt, um Klein- und Mittelbetriebe in unserer Stadt finanziell zu unterstützen, indem wir Kapital zur Verfügung stellen mit Beteiligungen an den jeweiligen Unternehmen. Und das wird, wie ich meine, ein völlig neuer, innovativer Schritt auch in der Wirtschaftspolitik. Ja, ich bin stolz, Bürgermeister einer Stadt zu sein, die einen kostenfreien Kindergarten anbietet. Wir sind nach wie vor das einzige Bundesland in Österreich, das generell nicht nur in dieser Situation, sondern insgesamt einen kostenfreien Kindergarten anbietet. Und wir haben jetzt durch diesen Beschluss auch eine Situation geschaffen, dass die Essensbeiträge in den Kindergärten und die Betreuungskosten in den Horten nicht von den Eltern geleistet werden müssen. Und von daher ist es eine große finanzielle Aufwendung für die Stadt, aber umgekehrt auch eine starke Entlastung für die Eltern. Ja, das ist ein wichtiges Anliegen der zuständigen Stadträtin, der Frau Bürgermeisterin Hebein, gewesen. Mir war ja sehr wichtig, dass wir die Bundesgärten öffnen, weil das ein großer Teil unserer Stadt ist. Das wird ab dem 14. April auch geschehen. Da hat sich auch die Zivilgesellschaft in unserer Stadt durchgesetzt, die ja sehr gegen diese Sperre der Bundesgärten aufgetreten ist. Und von daher ist das in der Gesamtheit zu sehen, dass wir auch die Wiener Parkanlagen, die in Verwaltung der Stadt sind, auch für die Bevölkerung, auch jetzt schon natürlich die gesamte Zeit offen halten. Ja, wichtig ist vor allem, dass die Wiener Bevölkerung weiterhin so diszipliniert sich an allen Maßnahmen orientiert. Es kommen jetzt die Osterfeiertage auf uns zu. Die Menschen wollen bei diesem schönen Wetter auch hinausgehen. Und ich kann nur appellieren, alle Wienerinnen und Wiener, sich auch weiterhin so diszipliniert an allen vorgegebenen Maßnahmen zu orientieren, insbesondere was den Sicherheitsabstand betrifft. Besondere Zielgruppen, vor allem ältere Menschen, nicht in Familienfeiern mit einzubeziehen, nach Möglichkeit auch überhaupt keine Gruppen zuzulassen. Und wenn wir gemeinsam diese schwierige Situation so gut beschreiten wie bisher, dann können wir doch viele Menschen vor einer Gefährdung retten. Und da sollte uns doch auch die eine oder andere Einschränkung wert sein. Also ich bin stolz, einer Stadt zu sein, wo die Bevölkerung so diszipliniert ist, so rücksichtsvoll umgeht mit anderen, auch die Bereitschaft in vielen Fällen bekundet, anderen zu helfen. Es gibt viele, die sich gemeldet haben, auch auf unserer Plattform, die gesagt haben, ich möchte anderen helfen, meinen Nachbarinnen, meinen Nachbarn, älteren Menschen, viele Junge, die sich da auch bereit erklären, ehrenamtlich Tätigkeiten zu übernehmen. Also wenn man manchmal vielleicht geringschätzig schaut auf jüngere Leute, also die bewähren sich jetzt schon sehr. Und da bin ich auch durchaus bereit, auch viel Lob auszusprechen und diesen jungen Menschen auch Perspektiven für ihr berufliches weiteres Leben zu eröffnen. Aber wie sich dieser Virus weiterentwickeln wird, ist derzeit nicht abzuschätzen, und zwar auch nicht im internationalen Vergleich. Auch dort, wo der Virus besiegt ist, so wie in Wuhan in China, besteht die Sorge, dass dieser Virus auch wieder zurückkommt. Also solange wir keinen wirklich wirksamen Impfstoff haben, wird immer das Damoklesschwert über uns schweben, dass eine Rückkehr dieses Virus, eine zweite oder eine dritte Welle jederzeit möglich ist. Von daher ist es notwendig, sich sehr diszipliniert weiterhin an den Maßnahmen zu orientieren, und wir werden auch einen finanziellen Beitrag als Stadt Wien leisten, um die Erforschung des Virus weiter voranzutreiben. Ja, wir haben mittlerweile die Größenordnung von 100 Millionen Euro für die Wiener Wirtschaft hier locker gemacht, und wir sichern damit Arbeitsplätze, und dieses Arbeitsplätze wirklich mit drei Rufzeichen. Es ist so wichtig, dass wir wieder in eine Normalisierungsphase kommen, und es ist uns klar, dass das nur schrittweise geht. Und für dieses schrittweise in die Normalisierung zu kommen, aber auch die Beschleunigung im digitalen Bereich weiter voranzutreiben, so wie wir das in den letzten 17 Tagen gemacht haben, mit 10 Millionen
Euros an EPUs und KMUs, wo wir sagen, bitte macht von dieser Förderung der Wiener Wirtschaftsagentur Gebrauch und schaut, dass ihr eure Hardware, Software, Videokonferenz-Setting so positionieren könnt, dass eure Geschäftsmodelle auch unter Corona und auch im Digitalen damit gut funktioniert. Und dort wollen wir genau weitermachen. Und deshalb haben wir heute im Staatssenat beschlossen, weitere 7 Millionen für Wien Online, eine neue Förderung der Wirtschaftsagentur Wien, in die Hand zu nehmen und jetzt dort weiter zu tun. Jetzt haben wir aufs Equipment geschaut und jetzt schauen wir weiterhin, dass auch die Möglichkeit Wiener Unternehmen, kleiner Einheiten, die Möglichkeit hat, hier im digitalen Bereich anzukommen. Und das bedeutet von Webshops angefangen, über die Logistik, über die Beratung, wie das funktionieren kann, das fördern wir. Wir fördern das mit einer Quote von bis zu 75%, maximal 10.000 Euro. Und das ist, glaube ich, eine gute Ansage an die Kleinunternehmen, die Einzelunternehmen, die jetzt wirklich hier auch neue Vertriebswege suchen und die wollen wir besonders unterstützen. Also, dass wir in diesem Change uns befinden, von analog auf digital, das wissen wir ja länger. Aber die Corona-Krise hat natürlich dazu geführt, dass eine Beschleunigung stattgefunden hat. Und dass man auf einmal auch aufgrund der Beschränkungen, die wir alle jetzt leben müssen, von zu Hause aus arbeiten. Und damit gibt es diesen Beschleunigungseffekt. Und wir dachten seinerzeit, 2 Millionen wäre ein vernünftiger Ansatz für die Wiener Wirtschaft. Aber wir wurden eines Besseren belehrt. Es sind jetzt über 2.050 Unternehmungen, die wir in der Form in 17 Tagen unterstützen dürfen. Also auch eine unglaubliche Anzahl und ich möchte mich da auch wirklich bei der Mannschaft der Wirtschaftsagentur Wien ganz herzlich bedanken. Die haben hier toll bewiesen, was alles möglich ist in so kurzer Zeit und da kommt die Hilfe natürlich doppelt an und kann doppelt gebraucht werden. Diese kleinen Unternehmen bilden den Rückgrat der Wiener Wirtschaft. Über 95% macht diese Gruppe aus. Und deshalb ist es so wichtig, dass man hier auf jeden und jede wirklich schaut und wenn geht, hier hilfreich zur Seite steht in dieser schwierigen Zeit. Es ist einmalig, wir haben so eine Wirtschaftskrise in der Form, dass es eben einfach eine Schließung von Unternehmungen gibt, noch nie in der Form erlebt. Wir wissen, dass wir am Wiener Arbeitsmarkt derzeit eine hohe Arbeitslosigkeit in den letzten 2 Wochen gesehen haben. Über 40.000 Wienerinnen und Wiener sind arbeitslos geworden. Und da ist es jetzt doppelt wichtig, dass man den Geschäftsmodellen der Kleinen eine Chance gibt, sich gut zu etablieren, im Wettbewerb auch mit den Großen mithalten zu können. Und es ist doch schön, wenn wir Wiener und Wienerinnen einkaufen können in unserem Kretzel, wenn wir wissen, was es da für ein Angebot gibt. Und es ist doch schön, wenn wir dieses Shopping-Gefühl hier in Wien ausleben können. Wir wissen, dass dieses Reisen immer noch ein Problem sein wird, auch über die nächsten Wochen und Monate. Und deshalb doppelt wichtig, hier im eigenen Wien-Bereich entsprechend zu investieren. Die Menschen brauchen Platz, um einmal spazieren gehen zu können, einmal hinaus frische Luft zu schnappen. Und nicht alle haben das Glück, einen Garten zu haben oder einen Park in der Nähe. Und insofern machen wir jetzt temporäre Begegnungszonen, dass die Menschen einmal rausgehen können und beginnen damit mit 4 Straßen jetzt bereits am Wochenende, was mich sehr, sehr freut, weiteren 5 Straßen dann Anfang nächster Woche, damit es Platz gibt. Das sind die temporären Begegnungszonen, da kann man weiter mit dem Auto langsam fahren, Parkplatz, verändert sich nichts, aber es gibt Platz für die Menschen. Das andere ist, in Wien gibt es ganz viel abgesperrte Straßen. Seit der neuen StVO-Verordnung seitens der Bundesregierung, der Verkehrsministerin, gibt es jetzt die Möglichkeit, den Menschen zu erlauben, auch diese Straßen zu benutzen. Da haben uns ganz viele angesehen und werden jetzt 20 solcher Straßen mit einfacher Beschilderung quasi für die Fußgeher, Fußgeherinnen ab Wochenende auch eröffnen. Bei den temporären Begegnungszonen, was mir sehr, sehr wichtig, dass es dort passiert, wo es dicht verbaut ist, wo viele Menschen wohnen, wo kein oder kaum ein Park, ein Grün in der Nähe ist und wo es enge Gehsteige gibt, das waren die Kriterien für die temporären Begegnungszonen. Bei den
abgesperrten Straßen, die wir jetzt öffnen, haben wir uns genau angesehen, dass da klar ist, es gibt Platz, es sind größere Straßen, es macht keinen Sinn, in irgendeinen Weg irgendwo, wo eh schon benutzt wird, der zwar abgesperrt ist und eh schon benutzt wird, diesen zu wählen. Das waren so die Kriterien.